Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem Comedy-Video auf meinem Kanal. Ich zeige euch heute etwas, naja, ihr nicht gerade für Mädels lustig, sondern ich nehme uns ein bisschen mal auf die Schippe, beziehungsweise das ist so ein Vorstellung-Faust-Realität-Video, warum Mädels immer zu einem Date zu spät kommen. Ich habe meinen Freund gefragt, was er sich vorstellt, wenn ich zu spät komme, was ich eigentlich die letzte Stunde mache, bevor wir uns treffen. Und das habe ich einfach mal gefilmt, was er denkt und dann eigentlich, was wir tun. Ja, es ist mega lustig geworden und ich habe mega viel dran geschnitten. Ich hoffe, euch gefällt es wirklich. Aber ich will euch jetzt auch nicht länger auf die Folter spannen. Wir fangen einfach an mit den Szenen, was sich Jungs so vorstellen, warum Mädchen so lange brauchen. Hallo? Hi Schatz, na? Ob wir heute ins Kino gehen wollen? Ja klar, bin sofort dabei. Wann sollen wir denn gehen? Um 9? Ja, das schaffe ich locker. Wir haben es jetzt 6:30. Ja, ja. Wann treffen wir uns? Um 9:15? Okay, passt. Kaufst du die Karten? Okay, gut. Ja, gut. Sehr gut. Danke. Bis gleich. Tschüss. Okay, so. Wir haben es jetzt 6:30. Ja. Ich kann eigentlich jetzt den Film zu Ende gucken. Wir haben ja noch Zeit. Der geht nur noch eine halbe Stunde. Und die U-Bahn muss ich ja auch erst um 8:30 nehmen. Von nebenher. Ja. So, jetzt ist der Film zu Ende. Ich glaube, ich schlafe jetzt einfach noch eine halbe Stunde, dass ich einfach fit bin, weil sonst kommt es irgendwie scheiße rüber, wenn ich so müde bin und dann freut er sich auch nicht. Und ja. Egal, ich schlafe jetzt einfach mal. So, gute Nacht. So, jetzt haben wir es 8. Outfit passt auf. Ich gehe jetzt einfach los. Ja. Ich hab die U-Bahn verpasst. Scheiße. Schatz, ich schaff's leider nicht. Ich hab die U-Bahn verpasst. Ich komm zu spät. Sorry. Hey Schatz, wir gehen ins Kino. Ja, cool, finde ich cool. Ja, um 9? Okay, ja. Ja, bis gleich. Ciao. Oh, fuck. Mein Make-up passt nicht, meine Haare passen nicht, mein Outfit auch nicht. Oh. Was mache ich denn jetzt noch? Es ist 6:30, ich habe nur noch 2 Stunden, bis wir im Kino sind. Oh Gott, okay, okay. Ja, ich werde mich. Ups. Bisschen Mascara, ne? Lippenstift sitzt. Haare. Soll ich sie hoch oder runter machen? Ich weiß es nicht. Eigentlich sieht sie auch so ganz gut aus. Fürs Kino. Ich meine, wir gehen nur ins Kino und dann war es das ja auch schon von nebenher. Ja, gut. Dann muss ich mir jetzt noch auf. Was ziehe ich wohl an? Das hier? Soll ich ein Kleid anziehen? Das ist ein Kleid für das Kino, nicht ein bisschen overdressed. Huh. Oder ein Jumpsuit. Nee, auch nicht. Ist nicht warm genug.
Und dieses Oberteil mit den Leggings und Jacke und ein Turnschuh dazu, ich glaube, das passt. Okay, Outfit sitzt. Haare und Make-up auch. Wie Uhr haben wir es? Oh shit. 20 vor 9. Scheiße. In 5 Minuten kommt die U-Bahn. Ich muss rennen. Sonst komme ich zu spät. Oh Gott. Oh Gott. Okay, so ihr Lieben, das war mein Comedy-Video mit warum Mädels immer so spät kommen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ja, gebt ihr Video einen Daumen hoch. Und ja, wir sehen uns dann am Sonntag zu einem neuen Video. Und ja, ich kann euch schon mal so viel verraten. Es wird ein Buchreview geben. ja. Und am Mittwoch wird auch endlich wieder ein angefragtes Video von euch online kommen. Dürft ihr euch dann drauf freuen. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr habt ein schönes Wochenende und wir sehen uns dann am Sonntag um 14 Uhr zu einem neuen Video. Tschüss! Ich bin übrigens am Sonntag in München auf dem Fashion Yard auf der Praterinsel. Wenn ihr da seid, dann schaut vorbei, sagt Hallo, macht ein Foto mit mir, spricht mit mir. Ich würde mich riesig freuen, euch kennenzulernen und ja, Fashion Yard ist nämlich nächstes Wochenende, also das Wochenende jetzt, was jetzt dann kommt. Deswegen schaut da definitiv vorbei, weil da gibt es so viele coole, neue, junge Designer und auch ganz viele. Da gibt es auch Goodiebags und ja, ich bin schon mega gespannt. Das ist nämlich eine öffentliche Veranstaltung, da kann jeder hingehen, sobald man, ich glaube, man muss Eintritt zahlen. Ich bin mir aber nicht sicher, ich war noch nie auf dem Fashion Yard, aber ich gehe dieses Jahr mal und ja, vielleicht treffe ich euch ja auch. Um 14 Uhr am Samstag und Sonntag, glaube ich, sind sogar Fashion Shows. Deswegen, ja, ich hoffe, ihr schaut vorbei. Ja, ansonsten wünsche ich euch ein schönes Video. Vielleicht schaffe ich es auch, einen Vlog zu schneiden. Und ja,